Ich sollte erst einsteigen und erst dann wieder zumachen. Voll tanken, bitte. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Alter, dein Orientierungssinn ist auch für ein Popo. Ein bisschen. Wo bist du? Ah nein, ich... Ah doch, nein, wir sind richtig. Wir sind durch ein Tunnel gekommen, oder? Nicht wirklich. Aber Tunnel ist schon ganz richtig. Wo bist du beim Tunnel? In welche Richtung fährst du? Also ich bin auf der Map, bin ich jetzt fast beim TT. Wieso fährst du zum Tunnel, zum Geier? Weil wir doch von dort gekommen sind. Sind wir nicht von oben nach unten gefahren? Mehrere Wege führen nach Rom, ne? Echt? Warte, wir haben nur noch 10 Minuten. Ich gehe mal kurz... da muss ich rein. Kurz reparieren. Zugemappt? Für'n Arsch. Willst du mich verkackeiern? Ich muss nochmal zurück. Ich fahr einfach zur Farm. Ich glaube, ich parke hier einfach dort. Nein. Machst du nicht. Okay, dann mach ich's nicht. Warte beim Tunnel. Okay. Schon schlimm, Leute, was für Leute ich immer hier aufgabel, ne? Über diese Schweizer. Immer diese Nix-Kenner. Nee. Prost. Willst du auch einen Schluck? Nein, danke. Ich verzichte. Okay. Wartest du beim Tunnel? Ja. Gut. Hoppala. Nein, nein, nein! Fu! Ganz fu. Höflich hier. Warte. Bevor ich einen Meter weiterfahre, fahre ich nochmal zurück und parke mein Auto. Ansonsten. Warte, ich kann auch respawnen, dann gibt's keine Kosten. Zum Reparieren. Ah. Ich bin ganz schlauer. Ich bin gerade durchs Wasser gefahren. So, Motor aus. Licht aus, slash Park. Slash Break. Oh! Nein! Oh, mein Goodness! Was ist passiert? Nein, bitte. Ich bin. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Alter, ich warte vor dem Tunnel, plötzlich kommt ein LKW entgegen. Also so ein Lastwagen mit einer Mordsgeschwindigkeit in mich rein und ich fahre einfach den Berg runter, aber ich hatte den Motor noch ausgeschaltet gehabt. Die Bremse hat nicht reagiert. Failed. Aber den Berg runterfallen ist schon mal gut. Wo bist du? Eben auf dem Dings, auf dem beim Tunnel. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr oben, wenn ein LKW reingefahren ist, ne? Doch, jetzt bin ich wieder oben, ich bin wieder hochgekommen. Wieso fährst du hoch? Ja, weil wir nach hoch müssen. Nein, wir müssen nach hoch. Zum Glück komme ich nicht hoch. Weil das da übel steil ist, deshalb kommst du da nicht hoch. Nicht mal mit dem Allrad. Es ist kein Allrad, ich glaube, das ist nur ein Heck. Okay, dann ist es ein Heck. Ich sehe gerade den LKW, der nicht reingerast ist, ne? Also dann komm hoch. Dann weiß ich mal durch. Weißt du noch, wo der LKW lang gefahren ist? Nach runter, ja. Ja, da musst du auch hin. Fahr einfach mal da lang, wo der LKW lang ist. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich stecke fest. Menschenskinners. Bitte. Läuft bei dem. Okay. Nico war das schon immer so. Ja. Okay. Da kommt doch ein Wohnmobil. Das ist er, das ist er, der Sir Pac-Man. So, du fährst jetzt diese Straße hier entlang, nicht abbiegen, einfach immer der Straße lang, bis dann rechts der Campingplatz kommt und ich gehe in der Zertun. Was ist denn jetzt da rennen und dann links? Nein. Tu, was man dir sagt. Du bist so dumm bist du dann doch nicht. Okay. Rechts hoffe ich. Wurde schon wieder?
Halt's mal. Ah, hier waren wir doch bei der Tankstelle. Mhm. Oh, und jetzt geradeaus weiterfahren. Geradeaus weiterfahren und nach der Autobahnbrücke kommt dann der Campingplatz. Und da muss er hin. Ah, da. Gut, danke schön. Wieso geht der Strafzettel nicht weg, Mann? Wenn das kann. Lol, der wird für 48 Stunden gebannt und der letzte wurde nur 9 Stunden für sinnloses Deathmatch gebannt. Fair. Aber vielleicht ist es bei ihm schon öfters passiert. Ja gut, das kann sein. Ein FT Savannah. Also FT heißt übrigens Full Tuned, ne? Also volle Hütte. Also, Motortest abschalten. Break. Und Park. Und ah, Park muss ich auch noch machen, hui. Ja, sonst ist der Wagen weg. Also ich habe noch 8 Minuten, ich muss Gas geben. Los, hau rein, Karre. Park. Fahrzeug geparkt. Dann noch Lock. Und dein Spawn muss nochmal wechseln, ne? Und den Spawn nochmal wechseln. Spawn Point, Wohnwagen. Mache ich immer so übrigens, ne? Was? Einfach meine Zuschauer. Hab gerade eine Fahrmethode benutzt, die nicht jeder so macht. Oh, den soll ich nicht ins Auto fahren. Und wenn ich jetzt mein Fahrzeug würde respawnen, ist es dann wieder Wand? Ich glaube ja. Sollst du mal versuchen? Farbe. Oh, es ist die Luft gesprungen. Die Luft kaputt gegangen. Okay. Nein, ich will respawnen. Ich will Spaß. Ah, es ist wieder ganz. Oh. Und wenn ich klick mal eine Runde. Ah, da war schwarz. Ja, gut. 75. Schwarz ist was anderes, aber es ist mal dunkel. Warte, war da nicht schwarz? Ja, ja, das ist braun. Jetzt haben wir ihn. Wir wollen nämlich ein Auto in einer Farbe, nicht in 10. Dann Hydraulik will ich noch nicht. Räder, kommen mal andere dran. Nein. Oh Gott, nein. Die Cutter, na. Auch nicht. Die schon gar nicht, nein. Die habe ich noch gar nie gesehen. Ne. Ich glaube, ich mache die dran. Die mache ich dran kaufen. Dann Nebel. Ich würde gern das scheiß Ding sehen, ne? Aber ich will jetzt das Auto nicht zu voll tunen, weil wir haben den ja nicht mehr lange. So wie man hier Geld verdient, ist ja der Buffalo nicht mehr allzu weit. Ja, der Buffalo. Was wollte ich noch machen? Ich wollte Auspuff, genau. Und mir Geld schenken. Nein. Oh. Kaufen. Gesundheit. So ein Seitenteil. Danke. Kann ich auch noch haben. Like ne? Sir. So ein Seitenteil. Ja. Boah. Dann das, die Lichtfarbe noch. So. Hm. Ändert sich da überhaupt was? Mal nehmen. Ah. Ich will so ein bisschen Xenonblau, so, ne? Hast du gewusst, man kann nach Toxi rufen? Ich glaube, das wusstest du schon. Yep. Das ist so lila. Im Moment ist leider kein Taxifahrer online. Oh. Wow. Ich will so Neonblau, also Xenonblau halt so, ne? Weiß Bescheid. Das passt. Das nehme ich so. Kaufen und schließen. Ja, genau, den Auspuff wollte ich, das ist alles gut. Man kann ja mehr, also du kannst beide Autos auch hier parken, oder? Ja. Aber das ist ja nicht so wie bei APB, wo du nur ein Auto rumgammeln kannst. Nein, APB, das ist besser, das ist kein Gratisspiel. Hier kannst du zwei Autos nebeneinander parken. Ja, endlich. Ich glaube, man kann bis zu drei Autos gleichzeitig besitzen, ne? Ja. Also dann wird das eine wird ein Wohnwagen sein, eine ein Buffalo und dann noch irgendeine Limousine oder so ein Premier oder sowas. Ich kaufe mir dann eine für Dings.
ich habe eins gesehen beim Luxusding für 74.000. Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, ein Auto. Das kann fahren. Ach, ein Auto. Du, was du nicht sagst. Ja, kaufst dir ein Auto bei einem Autohaus. Mhm. Das siehst du nur. Sowas hast du. Ein Argument. Du noch... das musst du auf, nicht. Was ich mir auf jeden Fall holen werde, ich werde... Also, nee, ich weiß schon, wie ich die Autoslots belege. Ich werde mir einen Sultan kaufen und einen Buffalo. Fertig. Und der hier... Keine Ahnung, wenn ihr Bock... Wenn ihr Mr. Swiss Mobil wollt, den hier könnt ihr mir dann abkaufen für irgendwie, keine Ahnung, $500 oder so. 5 Millionen, weil du da drin gesessen bist. Nein. Ja, stimmt. Ich kann euch auch noch reinkacken, wenn ihr wollt. Habt ihr immerhin was von mir? Nee, ich werde das Auto dann einfach verschenken oder ja, halt für einen ziemlich tiefen Preis verkaufen, weil das Auto kostet neu 750. Den Preis werde ich nicht mehr bekommen. Und ich werde hier auch keine Tunes reinstecken. Hier kommt nicht mal GPS rein. Kann man GPS reintun? Ja. Es kommt dann in mein Wohnmobil rein. Ja, wobei Wohnmobil... Und da kann man dann auch anzeigen lassen, wo zum Beispiel Farm ist und so. Mhm. Nee, das GPS kommt dann in mein Dingens rein, mein Buffalo und mein Sultan. Ah. Die werde ich sowieso voll tunen. So Buffalo und Sultan werden voll getunt. So, I'm back. Wo ist eigentlich dein Wohnwagen? Hier hinten, hier. Secret. Hier ist gemütlich, weil hier kein Schwein ist. Sag das nicht so laut. Da kommen alle 200 Spieler online. Hier ist aber eng. Hier ist eng, verstehst du? Ich mag enge Enge. Lock 2. /Park, habe ich das schon gemacht? Weiß nicht. Sicherheitsgeht vor. /B2. Ja, du hast dein Auto respawned. Gut. Aber er schwebt noch irgendwie so in der Luft. Ein bisschen. Lok 2. Das ist eine gute Idee, dass wir das gekauft haben. So. Jetzt ziehen wir nochmal die Break an. Machen den Motor. Ein bisschen Hühnchen, ein Kuchen, ein Pizza. Ein Hühnchen, Kuchen. Was? Ein Kuchen? Nein, ein Roastbeef. Ein bisschen Hühnchen, Roastbeef, eine Pizza. So, nochmal kurz nach. Da ist ein Eisbecher. Eisbecher. Spieleinstellungen, Spawnpoint, Wohnwagen. Einfach nochmal zur Sicherheit. Yacht. Man kann eine Yacht kaufen. Ja, okay. Viel Spaß. Verwenden. So. Fahrzeuginteraktion. Na. Boah. Super. Well done. Warte mal, Infos. Journey. Extras, keine. Aber du der Bonus, dass ich keinen Waffenschein habe. Und dass du eine AK hast, ja. Für meine Gurke. Okay. Höchstens für dein loses Mundwerk. Höchstens für dein loses Mundwerk bräuchtest du einen Waffenschein. Oder vielleicht eine Möpse. Dein Mundgeruch. Ich weiß schon mal, Leute, mit wem wir nicht mehr aufnehmen. Oh. Hä? Wieso hat das Ding Spezialfelgen dran? Weil es kann. Das sind nicht die Felgen, die ich... LOL. Ein bisschen Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza. Was hat dein Wohnmobil für Felgen drauf? Keine Ahnung, Räder. Hä? Sind doch dieselben, oder nicht? Nein. Guck mal. Das sind die gleichen Felgen wie mein normales Auto. Hä? Lock. Ist gut so, oder? Aber ist noch meins, ne? Ja, ist noch meins. Gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir hier fertig, ne? Jo. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Es war auf jeden Fall eine lustige Folge und so. Mhm. Mit ohne Niveau. Da ist der Pac-Man da. Pac-Man wieder da ist.
Okay, dann danke vielmals fürs dabei sein, Martin und Nico. Obwohl Nico nicht allzu viel gesagt hat. Ja, also ich danke. Der Typ ohne, der Typ mit dem besten Mikrofon sagt einfach mal nichts. ja. Genau. Gut. Ich muss meine Stimme schon, ich muss jetzt noch aufnehmen. Ja, ja, bla bla. Okay. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Jo. Tschö. Jo. Tschüss.